Ja, moin aus der Explorer Lackiergarage heute. Wir haben ja unsere zwei großen Fahrzeuge, nämlich einmal den Knut und den Steilsurfen 18 mit der Naviton-Funktionsbeschichtung lackiert, weil mir diese matte, strukturierte Oberfläche gut gefällt, die aber nicht so rau ist wie diese groben Ladeflächenbeschichtung. Wenn es aber nur nach dieser Optik geht, und Raptor-Optik ist ja momentan total angesagt, gibt es natürlich auch andere Produkte. Wir haben beim Fiat Ducato auch schon mal mit Herculiner experimentiert, hat mich nicht so überzeugt, weder von der Festigkeit noch vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt will ich an Minimi mal ein anderes Material ausprobieren. Das haben wir neulich bei der Pritschenbude 2 kennengelernt. Die hatten damit die gesamte Außenhaut der Kabine lackiert. Gefiel mir gut, auch die Oberfläche relativ ähnlich zu dem Naviton. Das ist ein 2K-Material, wird gespritzt oder gerollt, gibt sogar so fertige Ladeflächensets, wo dann auch schon gleich die passende Spritzpistole mit dabei ist. Das habe ich mir mal bestellt und das probieren wir hier mal aus und gucken mal, wie das Ergebnis ist. Ja, so sieht das dann aus. Ist auch eine Anleitung dabei, wie es funktioniert. Eine Unterbodenspritzpistole ist mit dabei. Wer das nicht braucht, der muss natürlich nicht dieses gesamte Set bestellen, der kauft einfach die einzelnen Kartuschen. Ist ein 2K-Material, das heißt, ich muss den Härter dazugeben und dann verarbeiten. Was habe ich noch dazu gekauft? Den Haftvermittler, weil ich hier auch Teile der Stoßstange mit lackieren will. Das ist Kunststoff. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Es heißt zwar, dass der auch auf Kunststoffen hält, aber bevor mir das wieder abblättert, habe ich lieber diese, ich glaube 15 Euro kostet so eine Buddel, extra ausgegeben. Erster Schritt jetzt, klar, das Auto einmal sauber putzen und entfetten, dann den ganzen Bereich abkleben und dann werde ich erstmal an einem Muster ein bisschen rumexperimentieren, was da für eine Struktur rauskommt und dann geht es ans Eingemachte. Und je genauer man sich dieses Auto anguckt, umso mehr ist natürlich klar, warum der so günstig war. Es ist überall Rost. Ich werde also hier noch ein bisschen die sichtbaren Bläschen schon gleich ein bisschen aufschleifen und grundieren. Dann können wir die auch gleich noch mal ein bisschen mit sichern. Auf der anderen Seite ist ein ganzes Stück aus dem Radkasten rausgebrochen. Da werde ich ein bisschen mehr spachteln müssen. Gut, jetzt ist der Wagen einmal entfettet und sauber gemacht, abgeklebt. Der Radlauf hinten noch mal ein bisschen gespachtelt, aber das ist alles schon sehr knusprig, da sollte man nicht zu genau hinschauen. Jetzt werde ich einmal hier die Stoßstange grundieren und dann geht es schon ans Lackieren. Alles ist vorbereitet, jetzt geht es ans Anmischen. Das ist ja ein Zwei-Komponentensystem so vorbereitet, dass ich tatsächlich hier in der Kartusche anmixen kann. Topzeit bei 20 Grad eine Stunde, das sollte also genügen. Aber wie immer bei diesen Strukturbeschichtungen muss ich jetzt erstmal ein bisschen experimentieren mit dem Luftdruck, bis ich die Struktur habe, die ich haben will. Der Hersteller gibt jetzt an zwischen 1,5 und 4 Bar. Ich habe jetzt erstmal mit 4 Bar den Kompressor eingestellt und dann gucken wir erstmal und dann geht es wirklich erst ans Auto. Ja, definitiv zu viel Druck. Ich denke mal, 2 Bar sollten reichen. Das sieht auch schon deutlich besser aus. Man merkt, es ist auch viel weniger Sprühnebel. Also ich denke, damit kann man anfangen.
Also im ersten Fazit, deutlich gröber, also deutlich schwerer auch zu kontrollieren. Das Graviton war sehr viel feinfühliger, es war mehr Kunstwerk, da könnte man jetzt präziser arbeiten. Jetzt ist der erste Eindruck mit der Untergrundschutzpistole, die also so mitgeliefert wird, ist das schon sehr rough, aber es ist eben auch eine Ladeflächenbeschichtung, das merkt man schon. Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen feiner. Ein Wort zur Ergiebigkeit, also das erste Gebinde ist leer, das sind 750 plus 250, also 1 Liter, um jetzt die Seite und die Front auch wirklich deckend und dick, also das Material ist richtig, richtig dickflüssig aufzutragen. Das ist also ziemlich ordentlich, das heißt, ich denke mal, mit 2 Buddeln komme ich ja aus, das hätte ich nicht gedacht. Aber ganz klar, tragt eine Maske, auf jeden Fall eine Maske tragen. So, im Auto sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Die zweite Kartusche ist jetzt fast alle. Jetzt kommt aber der entscheidende Test, nämlich wie hält das auf Aluminium. Dafür habe ich hier eine Alukiste, die ist nagelneu. Ich habe gerade die Schutzfolie abgezogen und die werde ich jetzt auch mal damit beschichten und dann gucken wir mal, wie gut es dabei fällt. Die ersten 2 Kartuschen sind verarbeitet. Ich lasse es jetzt ein bisschen anziehen, so vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann sollte die auch noch nicht ausgehärtet sein. Dann nehme ich noch eine dritte und dann arbeite ich ein bisschen nach. Das heißt, ich habe jetzt dafür dann etwa 2,5 Liter verarbeitet. Das finde ich ziemlich okay. Man merkt auch, dass die Schichtdicke ziemlich groß ist. Das heißt, da kann auch mal ein Kratzer ran und das geht nicht direkt bis auf den Lack durch. Insofern Pause machen, dann geht es gleich weiter. Die Lackierung ist jetzt fertig, sieht soweit gut aus und ganz wichtig, ich ziehe jetzt das Tape relativ schnell ab, wenn das noch nicht ganz ausgehärtet ist und dann werde ich auch einmal noch mal kurz das Auto reinigen, ein bisschen Sprüh nehmen, ist immer da, bin nicht so der Sorgfältigste, was das Abkleben angeht, aber dann hat man das einmal im Blick und dann musst du noch aushärten und ist fertig. Ja, jetzt mal ein kurzes Fazit, davon abgesehen, dass ich finde, dass der Wagen durchaus 10 Jahre jünger geworden ist, mit dem Mattschwarz statt dem Silber außenrum. Die Verarbeitung ist eigentlich ziemlich simpel. Wir haben jetzt hier 2,5 Liter für verarbeitet. Das Ganze hat um und bei 3-3,5 Stunden gedauert, einmal hier drumherum zu lackieren. Das geht deshalb so schnell, weil man sehr viel Schichtdicke aufbringt. Das merkt man, hier geht wirklich Material aufs Auto. Damit überdeckt man auch manchen Lunker, also hier waren ja zum Beispiel von dieser schlechten Nachlackierung Schleifspuren. Das ist natürlich jetzt alles unter einem Mantel der Glückseligkeit verschwunden. Grundsätzlich kann ich aber sagen, im Vergleich zum Naviton ist es deutlich gröber zu verarbeiten. Ich kann da nicht so fein steuern, ich kann nicht so eine ebenmäßige Oberfläche erzielen. Es ist eben tatsächlich dann doch eher eine Ladeflächenbeschichtung. Wer da noch feiner arbeiten will, der muss auf die Unterbodenpistole verzichten und dann mit einer HVLP-Pistole spritzen, dann lässt sich das noch feiner einstellen, aber dafür braucht es sicherlich mehr Übung. Zur Haltbarkeit werden wir ein bisschen abwarten müssen. Ich denke mal, da gibt es ein Update im Winter. Dann hat das Auto schon ein paar Kilometer gemacht und vielleicht auch den einen oder anderen Kratzer abbekommen. Was ich auf jeden Fall auf den ersten Blick sagen kann, im Vergleich zum Herculiner, ist das hier das Mittel der Wahl. Und was wir sonst noch alles mit Minimi, dem kleinen Mitsubishi Pinin, vorhaben, das seht ihr demnächst hier in der Explorer Garage.